Erst einmal möchte ich euch ganz herzlich beglückwünschen für euren Start in ein ganz neues Leben. Und ich möchte auch die Eltern des Brautpaares beglückwünschen. Zwei Familien, die sich einst nicht kannten, sind jetzt zu einer geworden. Und möge der Herr euch wirklich reichlich alle segnen. Ich habe uns ein Wort mitgebracht und das Wort finden wir natürlich in der Bibel. Wo sonst? In Psalm 1. Und vielleicht wird jetzt der eine oder andere denken, was ist das denn? Das ist ja nicht so das klassische Wort für eine Hochzeit, aber ich denke, das ganze Wort Gottes hat in jede Situation des Lebens etwas zu sagen. Und der Psalm 1 ist nicht umsonst der Psalm 1. Der Psalm 1 ist ein besonderer Psalm und ich glaube, diejenigen, die so diese Psalmen verfasst haben unter der Inspiration Gottes, sie haben sich schon etwas dabei gedacht, diesen Psalm als den ersten hinzustellen. Und wenn man lange genug auf dieser Erde lebt, hat man auch schon viele Täler der Tränen durchlaufen und man hat viele Krankheiten vielleicht auch gesehen. Und jeder, der sich ein wenig mit dem Glauben auskennt, selbst die, die nicht gläubig sind, die finden immer wieder in den Psalmen Hoffnung, Trost und Zuversicht, Stärkung und Kraft. Und der Psalm 1 beschreibt gleich zu Anfang einen Weg des Segens, wie man nicht nur sein Leben oder seine Ehe oder sonst irgendeinen Lebensweg, sondern auch gerade die Psalmen betrachten soll und wie man sie angehen soll. Das wollen wir uns mal anschauen. Da sagt uns das Wort Gottes hier im Psalm 1, glückselig ist der Mann oder die Frau oder auch die Ehe. Wir nennen es jetzt mal im Kontext der Ehe. Glückselig ist der Mann, denn ich folge dem Rat der Gottlosen, der nicht auf den Weg der Sünder tritt oder im Kreis der Spötter sitzt, sondern, sagt hier das Wort, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn, am Wort des Herrn, am Gebot des Herrn und darüber nachsinnt Tag und Nacht. Und dann gibt uns dieser Psalm eine Verheißung. Er ist wie ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Blätter nicht anfangen zu verwelken. Und alles, was er tut, das gerät wohl, sagt uns das Wort. Und dann kommt eine Warnung, die gleichermaßen aber auch zum Segen gesetzt ist. Nicht aber so die Gottlosen, sagt der Herr. Sie sind wie die Spreu, die der Wind verweht. Und dann sagt das Wort Gottes, darum werden Gottlose nicht bestehen im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Der Herr aber kennt den Weg der Gerechten. Liebe Katharina und lieber Jan Hendrik, Gott sagt euch heute hier, dass für euch ein unendlich wertvoller Segen, für eure Ehe ist ein unendlich wertvoller Segen und für alle, die wir heute hier sind, ist ein unendlich wertvoller Segen gefunden, indem wir zwei Dinge tun oder auch nicht tun. Gott sagt hier, glückselig ist der Mann. Erstmal, glückselig ist ein Wort für gesegnet und fröhlich. Und ist es nicht das, was man einer Ehe, die gerade am Beginn steht, wünscht bis zum Lebensende? Dass sie glücklich ist, dass sie voll mit Freude ist, dass sie erfüllt ist mit Glückseligkeit und mit dem Segen Gottes? Und Gott sagt hier, das ist keine Wunschvorstellung oder das ist nicht irgendetwas, was man sich irgendwie so zusammenreimt, so eine Utopie und ja, vielleicht kommt es oder vielleicht kommt es auch nicht. Nein, Gott sagt hier ganz, ganz sicher, er hält sein Wort und er sagt, glückselig ist der Mann, der nicht dem Rat der Gottlosen folgt. Also ist hier erstmal eine negative Aufzählung und glückselig ist der, der diese Dinge nicht tut. Dem Rat der Gottlosen folgen, auf dem Weg der Sünder treten oder im Kreis der Spötter zu sitzen. Aber Gott sagt, glückselig ist nicht nur der, der das nicht tut, sondern der, der etwas dann tut. Nämlich der, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und darüber nachsinnt Tag und Nacht. Und ihr Lieben, es ist ein Prozess dort abgeschrieben und ich glaube, dieser Prozess, das ist nicht Zufall, dass uns die Bibel da ganz klar einen Prozess aufzeigt. Wer anfängt erst einmal dem Rat der Spötter oder dem Rat der Gottlosen zu lauschen, der wird sich schnell wiederfinden auf dem Weg der Sünder gehend. Und wer erstmal auf dem Weg der Sünder geht, der wird sich auch schnell wiederfinden, dass er erstmal im Rat der Spötter sitzt. Der Mensch gewöhnt sich schnell an seine Umstände und an seine Lebensgewohnheiten. Und so wird man sich, wenn man diesen Weg beschreitet, alsbald schon mit Sünde angefreundet haben und sich sicher wissen im Rat der Spötter. Aber ihr sollt gesegnet sein, spricht der Herr, wenn ihr über sein Gebot nachsinnt, Tag und Nacht.
Und da brauchen wir uns nicht täuschen, das Menschenherz, es ist immer auf der Suche, Lust zu befriedigen. Und hier spricht Gott ganz klar davon, wir sollen Lust haben an dem Gebot des Herrn, Lust haben an dem Herrn selber. Und Gott gibt uns hier ein Mittel, wie wir die Lust des Herzens, die Lust des menschlichen Herzens befriedigen können. Der Mensch ist auf der Suche nach allen möglichen Dingen. Alles zieht er sich zu Rate, um nur die Lust seines Herzens zu befriedigen. Und es geht auch oftmals mit Menschen so, dass sie es im Rat der Gottlosen, im Kreis der Spötter auf dem Weg der Sünder tun. Aber das ist ein verheerender Weg, um dort seine Lust zu stillen. Gott sagt, gesegnet ist der, der seine Lust stillt am Gesetz des Herrn. Und dann gibt er uns drei segensreiche Verheißungen. Denn er, der das tut, oder die Ehe, die das tut, sie soll fruchtbar sein. Sie soll eine Ehe sein, die ihre Wurzeln tief in das gute Erdreich bringt, dort, wo frisches Wasser ist. Ein Baum gepflanzt an frischen Wasserbächen. Was ist das Bild dieses Baumes? Das Bild dieses Baumes ist, dass er seine Frucht bringt zu seiner Zeit und sein Blatt fängt nicht an zu verwelken. Ihr Lieben, ist es nicht das, was wir uns für die beiden und für diese Ehe wünschen? Wer lange genug auf dieser Erde lebt, der weiß ganz genau, dass die Hitze kommt. Und im Kontext der Bibel mit Blätterwelken spricht die Bibel hier von einer Periode von Dürre und großer Hitze. Wir alle, die wir verheiratet sind, ich bin jetzt erst 15 Jahre, das ist vielleicht gar nichts im Gegensatz zu anderen hier, aber wir alle wissen, die wir nur ein bisschen auf diesem Erdenrund leben, die nächste Periode von Leid, von Hitze, von Trockenheit, sie wird ganz gewiss kommen. Und dann, was passiert dann? Glückselig ist der Mann, der dem Herrn anvertraut ist, denn seine Blätter sollen nicht anfangen zu verwelken. Eure Blätter sollen nicht anfangen zu verwelken und ihr sollt Frucht bringen zu eurer Zeit. Und wie wunderschön ist es, mit Menschen zusammen zu sein. Ihr alle habt es bestimmt schon mal erlebt, mit Menschen zusammen zu sein, die fruchtbar sind. Man ist gerne in Gemeinschaft mit Menschen, die einfach nur fruchtbar sind. Man kann sich gar nicht davor retten, man kann sich davor gar nicht wehren. Man wird in ihrer Gegenwart ernährt. Man wird in ihrer Gegenwart gestärkt. Man wird in ihrer Gegenwart ermutigt. Das ist das Zeichen oder das Merkmal fruchtbarer Menschen, Menschen, die mit dem Herrn gehen. Warum ist das so? Sie selbst, sie brauchen sich noch nicht mal dazu anstrengen. Ihre Wurzeln sind tief in das fruchtbare Erdreich gesenkt. So wenig wie sich ein Baum bei euch im Garten anstrengt, seine Äpfel hervorzubringen. Habt ihr schon mal das Ohr, euer Ohr an den Baum gelegt und mal gehorcht, wie sehr er sich anstrengt? Da ist der nächste Apfel. Nein, das macht kein Baum. Ein Baum bringt seine Frucht, wenn er auf fruchtbarem Grund gewurzelt ist und wenn er gesund ist. Und so auch eure Ehe, wenn ihr in dem Herrn bleibt und euch dem Herrn anvertraut und wenn ihr bleibt bei dem Herrn, dann ist euch Frucht verheißen. Dann wird eure Ehe eine Ehe sein, wo Menschen dann sagen, in ihrer Gegenwart sind wir gesegnet. In ihrer Gegenwart haben wir Hoffnung empfangen. Mit ihnen zusammen wurden wir gestärkt. Von ihnen durften wir vom Herrn erfahren. Ist es nicht das, was wir uns für diese beiden wünschen? Also ich tue das auf jeden Fall. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass in eurer Ehe der Herr wirklich an allen Ecken und Enden gesehen wird und dass das Zeugnis für eure Ehe einmal ist, sie haben viel Frucht getragen. Und das ist das Bild, was ich euch mitgeben will, dass eure Äste voll behangen sind mit Frucht. Und wenn die Jahre auch kommen und die Tage auch kommen, in denen Krankheit einzieht und Schmerzen das Angesicht verzerren, so ist doch die Verheißung euch gegeben, eure Blätter fangen nicht an zu welken. Ihr werdet eure Frucht bringen. Zu eurer Zeit, spricht der Herr. Aber der Herr sagt auch nicht so die Gottlosen. Ihr Teil ist das nicht. Des Gottlosen Teil ist dies nicht. All die Verheißungen, all die Segenswünsche, die uns das Wort hier für diejenigen gibt, die im Herrn bleiben, all das hat der Gottlose nicht. Im Gegenteil, seine Frucht wird ewiges Verderben sein. Und seine Blätter fangen sofort an zu welken bei dem kleinsten Hauch von Wärme. Der Gottlose, er wird schon alsbald von dem Hauch des Todes hinabgeworfen werden und verbrannt werden. Da brauchen wir uns gar keinen, da gibt es keine Zweifel. Das Wort Gottes sagt nicht aber so die Gottlosen. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Was ist Spreu? Das ist die Schale, wenn man Korn hervorbringt, die Schale, die um das Korn ist. Wer kümmert sich um solch eine Schale? Gott sagt, sie sind wie Spreu, sie werden verwehen. Gott wird sie verwehen. Darum sagt uns das Wort, bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Der Herr aber kennt den Weg der Gerechten. Der Herr aber kennt euren Weg.
liebe Katharina und lieber Jan-Henrik, der Herr kennt euren Weg. Und so möchte ich euch eins nur zurufen und uns allen zurufen. Wenn wir diesen Segen erben wollen, Gott ist dort ganz klar und er macht da auch keine Kompromisse und er lässt sich da auch nicht lumpen, dass einer sagen könnte, ich wollte diesen Segen, habe ihn aber nicht empfangen. Jeder, der heute hier ist, kann diesen Segen empfangen. Lasst uns beim Herrn bleiben. Lasst uns zum Herrn Jesus Christus nahen, zu ihm hinkommen. Was hat Jesus selber gesagt? Er hat gesagt, siehe, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird was? Viel Frucht bringen. Viel Frucht bringen. Bleibt in dem Herrn. Bleibt in dem Herrn. Mit allem, was jetzt auf euch zukommt. Die Jahre werden kommen und gehen. Versuchungen werden kommen und gehen. Bleibt weg von dem Weg der Gottlosen und dem Weg der Sünder. Setzt euch nicht in den Rat der Spötter. Bleibt bei dem Herrn und ihr werdet Frucht tragen. Dazu wollt noch nicht mein Prophet sein. Das kann ich anhand des Wortes einfach sagen. Ihr werdet Frucht tragen. Reichlich. Amen. Amen.